Sind deine Eltern stolz? Stolz auf das, was du bisher erreicht hast? Nein. Ich hoffe. Wenn nicht, dann wäre ich böse auf sie. Sie zergehen vor Stolz. Ich mag das Wort Stolz nicht. Du machst es, du kannst es, du bist eh gut. Immer so ein bisschen mit Leistung in Verbindung. Und das finde ich nicht gut. Wir haben letztens eine Situation gehabt mit unserem Sohn, mit dem Luca. Und der Luca ist ins Wasser gesprungen, glaube ich, oder irgend sowas. Der Alex hat es mir erzählt, das ist mein Ehemann. Und der Luca hat dann ihn angeschaut und gesagt, bist du jetzt stolz, Papa, auf mich? Er sagt dann zum Luca, hat er mir im Nachhinein erzählt, ich bin immer stolz auf dich, egal was du tust. Sind deine Eltern stolz auf das, was du bisher erreicht hast? Müsste ich sie mal fragen? Mama! Nicht da. Mein Papa, er war mit mir als Mensch zufrieden. Weil bei meiner Mutter ist das scheißegal, wie ich mich geoutet habe. Zum Beispiel hat sie gesagt, hey, dann kriege ich keine eigenen Kinder. Das war das Einzige, mein Vater, wie ich mich geoutet habe. Weil du bist gleich schwul. Weißt du, und so. Ja, könnte besser sein. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob meine Eltern stolz auf mich sind. Und das ist mir auch ziemlich egal. Ich denke schon. Unterstützen dich deine Eltern bei deinen Entscheidungen? Unterstützen? Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe alles selber entschieden und in die Hand genommen und... Ich hoffe, das wird sich ändern. Also ich mache jetzt keinen Vorwurf, aber... Die haben, glaube ich, damit nicht viel zu tun, ja. Unterstützen dich deine Eltern bei deinen Entscheidungen? Ja. Aber das letzte Wort habe ich. Das ist extrem wichtig. Ich muss sagen, ich treffe sicher, seit ich 16 bin, meine eigenen Entscheidungen und frage nie vorher, sondern stelle immer nur vor vollendete Tatsachen. Und diese Freiheit hatte ich schon immer. Also eine kleine Rebellin. Ich habe meine Eltern immer versucht einzubinden und auch Ratschläge geholt. Habe mich nicht immer so entschieden, wie sie das gerne hätten. Also wir reden über alles ganz offen, wenn es um irgendeine Entscheidung geht, die meine Ausbildung betrifft oder mich selber, dann helfen sie mir schon immer. Yes, they support me and they always give me advices. Ich habe sie aber auch nicht groß um Rat gefragt, muss ich sagen. Und dann ist klar, sie sind nicht mal die Jüngsten, also sie sind nicht die Ältesten, aber auch nicht mal die Jüngsten und die sagen halt schön langsam und nein und ja, bremst mich halt ein. Also somit unterstützen sie mich schon mal nicht in meinen Entscheidungen. Ja. Aber letztendlich haben sie mich bei allem unterstützt, weil ich es auch immer irgendwie argumentieren konnte. And they always right. Nicht wirklich. Mein Papa sagt immer, dass ich selber wissen muss. Und er rät mir selten irgendwas ein. Er hat uns selten was verboten, weil er gesagt hat, wenn uns was verbietet, dann wollen wir sie erst recht. Das heißt, da lässt er uns immer ganz viel Freiheit. Das ist cool. Bist du mit deinen Eltern auf Facebook befreundet? Ja. Nein. 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 Nein, meine Eltern haben Nein, da keins. Nein, die haben kein Facebook. Gott sei Dank. Ja, leider. I think it's no without them. Nein, ist mich gar nicht. Nein, ja nicht. Meine Mutter würde gerne einen Facebook-Account aufmachen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie das sollte, weil sie und Computer ist nicht so gut. Aber wenn sie sich dazu entscheidet, dann werde ich mit ihr befreundet sein. Bist du mit deinen Eltern auf Facebook befreundet? Ja, meine Mama ist aktiver als ich. Ich habe meine Mutter blockiert. Und mein Vater hat kein Facebook. Ich habe den Papa auf Facebook, aber niemand weiß, wie er heißt, weil er hat sich nur angemeldet, weil er sich von unserer Kulturvereinigung die Fotos anschauen will im Internet und er ärgert sich irrsinnig, dass die Homepage nicht mehr gemacht wird, dass alles auf Facebook ist. Deswegen hat er sich nur deswegen auf Facebook angemeldet, weil er kennt sich leider überhaupt nicht aus und klagt die ganze Zeit über das System. Es ist sehr amüsant. Aber ich bin mit ihm befreundet auf Facebook. Mein Papa hat kein Facebook und meine Mama hat es ganz kurzen und da war kein Büttel drinnen.
Und da immer erst gedacht, so, da ich, wie ich die Freundschaftsanfrage gekriegt habe, da muss ich irgendwer angemeldet haben. Und so Spaß halber, glänzt Andrea, und dann weiß es halt wirklich. Meine Mutter weiß nicht einmal, wie ein Handy funktioniert. Also mein Vater, der weiß nicht einmal, was Facebook ist, glaube ich. Aber Facebook sagt er immer. Mein Papa ist nämlich sehr gut auf Facebook. Und ich habe genau einen Freund, und das ist mein Bruder. Ich finde das irgendwie so gruselig. Also meine Mutter hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, aber ich beantworte sie irgendwie nicht. Ich weiß, manche Leute sagen, sie wollen nicht mit ihren Eltern befreundet sein, aber das verstehe ich nicht. Und außerdem, warum muss ich mit meinen Eltern auf Facebook befreundet sein, wenn ich sie jeden Tag da sehe? Meine Eltern haben beide kein Facebook, also nein, aber wenn sie es hätten, wäre ich sicher mit ihnen befreundet. Hast du dich schon mit deinen Eltern zusammen betrunken? Ja, mit der Mama öfters am Tennisplatz. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht. Mein Papa ja. Aber wirklich so intendiert ist, jetzt trinken wir mal 3 Flaschen Wein. Nein. Das gehört zum Essen, aber betrunken nein. Also. Oh ja. Nee. Ja, weil wir beide nicht viel vertragen, und wenn wir dann 2 Gläser Sekt trinken, dann sind wir betrunken an dem her, ja. Das war jetzt kein Kummersaufen. Mhm. Oh, Achtung. Ich weiß es nicht. Wenn, dann kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, es ist lustig, und wenn man gemeinsam Spaß hat und einem das nicht peinlich sein muss, dann ist es ja nur schön, finde ich. Hast du schon mal mit deinen Eltern einen Schein geraucht? Ich nicht. Oh Gott. Nein. Sicher nicht. Nein. Nein, das wäre bei mir nicht möglich. Nein, ich mache das nicht, da kann man schizophren werden. Erstens, meine Eltern kiffen nicht, und denen ist ein gutes Glas Wein lieber. Ich glaube, meine Eltern können Joint nicht schreiben. Ich glaube, meine auch nicht. Die wissen nicht einmal, was das ist. Wir haben mit meiner Schwester mal versucht, unsere Mama zu fragen, weil sie so ein Post-68er ist, ob sie vielleicht jemals einen Joint geraucht hat. Und die Antwort darauf war, ja, ist nicht die LSD an diesem Probierer, was so viel heißt wie, ich habe noch nicht einmal LSD probiert. Und wir waren ganz perplex und konnten das einfach nicht fassen, dass meine Mutter insofern einfach von Drogen keine Ahnung hat. Also nein, wir haben nie einen Joint zusammen geraucht. Erfahrt das bei der Polizei? Das geht gar nicht. Und mein Papa, der traut sich nicht. Aber ich denke mir, irgendwann mal, wenn man 30, 40 ist und es legal ist. Vor allem, wenn man es selber nicht tut, dann kann man es nicht mit den Eltern da. Nein, das war komisch. Eben. Sprichst du mit deinen Eltern über Herzensangelegenheiten? Also intime Sachen nicht. Nein. No. Weißt du über den Herzinfarkt oder was? Herzensangelegenheiten, wie es dir in der Seele geht, wie es. Ach so, doch, mit meiner wo Mama. Wo es auf der Lust liegt. Ja, vor allem mit Mama. Natürlich. Früher mit meiner Mama über alles geredet, aber jetzt eigentlich eher nicht mehr so. Kann auch hinten losgehen. Also ich bemerke es für mich jetzt selber, es ist keine gute Idee mehr, Herzensangelegenheiten meinen Eltern zu erzählen. Außer es ist was Positives, dann schon. Aber alles andere bleibt bei mir. Ja, ich rede mit meiner Mama eigentlich über alles. Egal was. Nein, überhaupt nicht. Ich behalte so Sachen für mich, das ist meine Angelegenheit, da möchte ich niemand anderen mit reinziehen. Bei meiner Mutter versucht mir immer, alle Männer auszureden. Wenn die Mama was sagt, dann ist es meistens auch so, gell? Weil seitdem ich weiß, dass meine Eltern sagen, es ist ihnen wichtig, dass es mir gut geht, deswegen kann ich mit denen darüber reden. Ja, doch eigentlich. Also ich glaube, dass eben die Eltern oft mehr Erfahrung in solchen Dingen haben. Ich mache Unterschiede. Mhm. Da macht sich auch auf der Altersunterschied, glaube ich, auch was aus. Wenn man sie gegenüber dem Elternteil öffnet, dann öffnet sie der Elternteil auch gegenüber dir, und dann entstehen oft vielleicht ganz witzige Diskussionen und ein ganz netter Austausch, wo man sich nur mehr näher kommt. Genau. Ja.